Baut da seine Häuschen, der Chrysler ist so gut wie tot. Gamecast, wow. Was hast du eigentlich dafür eine Meinung? Allgemein so zusammenfassen jetzt. Meinst du mich jetzt? Ja, den anderen Chrysler. Ah, war auf den falschen. Na, keine Ahnung. Ich finde irgendwie, dass das auch alles ziemlich mit Gruppenzwang zusammenhängt. Also größtenteils. Es war halt an meiner Schule halt auch so, dass die meisten das nur so bei einer sitzen geblieben und der hat dann irgendwie das mit diesen Drogen ein bisschen so handelt und so und dadurch ist das eigentlich sozusagen ausgebrochen. Und Ruhle, Konsum ist die eine Sache, wenn man dann auch noch anfängt selber damit zu handeln, ist das schon ein bisschen krasser, finde ich. Ja, ich finde halt, das selber zu konsumieren ist die eine Sache, aber dann noch andere Leute dazu zu verleiten, finde ich höchst asozial. Also, besonders andere Leute wirklich dazu zu animieren. Ne? Also, wenn wirklich jetzt gerade auch Leute zugucken, nehme ich mal an, sicherlich, ich meine, die Welt ist klein, so, die irgendwelche Drogenprobleme haben oder so, dann, macht das, ne? Heißt ja nicht, dass ihr irgendwie Arschlöcher seid oder sonst irgendwas, ne? Aber animiert andere dazu, das auch zu machen. Genau. No. Ey, ich hab das jetzt einfach mal irgendwie hier, ich hab einfach mal so eine Höhe gerade festgelegt. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Oder ist wahrscheinlich schon wieder zu hoch, oder? Oh. Was aber wichtig ist halt, wenn man mal irgendwas ausprobieren will, dass man das auf jeden Fall im Umfeld macht, wo man sich sicher ist, dass einem da nichts passiert, dass man da unter Freunden ist, dass wenn mal irgendwas passiert, dass die dann schnell eingreifen können. Sagen wir mal, was weiß ich, du rauchst den Joint da mit deinen Kollegen, weil du das mal ausprobieren willst und bekommst darauf einfach gar nicht klar. Und dann hast du da so Spacken, die lachen sich voll ein ab so und du bist da voll am Abkacken so, und die lachen dich die ganze Zeit aus, ärgern dich nur nebenbei. Das ist schon ein bisschen scheiße. So, wenn dann muss man sich auch sicher sein, so, dass die dann auch sagen so, ja, nee, komm, mach mal Feierabend, trink mal einen Schluck, keine Ahnung. Du war nicht mehr viel, ich hole leicht. Oh, ist das jetzt hier, ja doch. Wie hast du? Man kann bei vielen Sachen sagen, okay, da spricht, also ich sag mal, beim Kiffen oder so kann man mal ausprobieren oder so, ne? Also ich denke mal, da muss auch keiner sich für schämen oder so, wenn man sagt, ey, ja, ich hab mir mal eingekifft, wollte mal wissen, wie das ist. Finde ich vollkommen in Ordnung, keine Ahnung. So, aber bei anderen Sachen bin ich da schon wieder anderer Meinung. Zum Beispiel Sachen wie, ja gut, ich weiß nicht, ich sag mal, zum Beispiel LSD oder was. Ich meine, es gibt Sachen wie zum Beispiel LSD, auf denen kannst du auch hängen bleiben, ne? Das ist halt das Problem. Dass du dann einfach psychische Probleme deshalb kriegst oder hast. Na, und davon wegzukommen ist auch wieder schwer. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob LSD körperlich abhängig macht. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Nicht. Weißt du, klar, Heroin, Crack und so was, nennt er sicher, das macht alles auch körperlich, sogar im ganz. Ja, Heroin ist ja somit das Schlimmste, glaube ich. Ja, Crack ist sogar noch schlimmer. Koks macht mehr psychisch abhängig, meine ich. Das ist so, dass Koks ja das Selbstbewusstsein irgendwie halt massiv aufwertet, ne? Also zumindest so die Wahrnehmung. Und ich habe mal irgendwas erklärt oder ich das irgendwie im Fernsehen gesehen oder sowas. Auf jeden Fall ist das so, dass du halt durch Koks meines Wissens irgendwie auch so eine Art Glücksgefühl halt aufbaust. Mehr oder minder eigentlich vorgespieltes, weißt du? Und irgendwann, wenn du halt so regelmäßig Koks konsumiert hast, ist der Körper halt nicht mehr richtig dazu in der Lage, diese Glücksgefühle selbstständig aufzubauen. Ja. Wie heißt das denn normal? Das ist ein Hormon. Wie heißt das denn? Ja, ich überlege das gerade auch. Das, warte mal, ich guck das nach. Ich will das jetzt wissen. Ja, und das wird auf jeden Fall, das wird irgendwo, ist das eingeschlossen oder das wird halt durch bestimmte Sachen freigesetzt? Und, Dopamin. Serotonin. Keine Ahnung. Ne, irgendwie sagt man da gerade nichts. Das sind beides, warte mal. Endorphine haben wir noch. Ja, Endorphine, genau.
Die werden dann irgendwie freigesetzt und die sind halt quasi dann so wie, so als wenn die sich verkapseln, weißt du? Und die werden halt dann nur schwer so halt freigesetzt, deswegen sind auch so Leute, die halt super viel koksen und so, die wirken immer so ein bisschen kalt und emotionslos, weißt du? Wenn die jetzt nicht auf Koks sind. Man stumpft halt so ein bisschen ab. Übrigens alles unter Vorbehalt. Ich keine Ahnung, ob das alles so richtig ist, was ich da vor mir gebe. Ja, das ist halt echt scheiße, ne? Ich meine, klar ist das scheiße, überlegt euch mal. Ihr würdet jetzt, ich sag mal jetzt, ne, wo wir gerade hier haben, ihr würdet jetzt hier Minecraft-Part von uns gucken, wo wir da normalerweise lachen würdet, wenn der Titel wieder irgendeinen Wordcraft-Anfall kriegt oder sowas. Und ihr würdet einfach, gar keine richtigen, ja, im Grunde genommen ist das doch Glücksgefühl, ne? So. Ja. Mehr so selbstständig aufbauen können, ohne euch irgendwie mit irgendwelchen Sachen vollpumpen zu müssen. So, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die regelmäßig koksen, nicht mehr dazu in der Lage sind zu lachen oder sowas, aber ich sag mal, man fühlt sich wahrscheinlich einfach nur, man ist wahrscheinlich einfach nur unbefriedigt irgendwann ohne das Ganze. Deswegen meine ich auch, meine zu wissen, dass Koks nicht körperlich abhängig macht, nicht richtig, dann glaube ich, das ist so eine Kopfsache, beziehungsweise so eine Sache von der Psyche halt. Die ist aber schon massiv psychisch davon abhängig, also... Was ist das denn? Was ist das denn mit anderen Drogen? Keine Ahnung, ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Fachmann. Ich meine, ja, ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Ich hab halt... Also ich weiß das auch nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, aber ich hab halt... Ja, ich kann es ja einfach sagen. Ich habe halt jemanden in der Familie, ist jetzt nicht meine Mutter oder sonst irgendwie halt, ja, egal in welcher Hinsicht familiär, jemanden, der auf irgendwann mit angefangen hat mit Heroin. Und da war auch, keine Ahnung, wie das jetzt alles genau vonstatten gekommen ist, von ob da jetzt erst gekifft wurde oder sonst irgendwas, das weiß ich jetzt nicht, aber darum geht's aber nicht. Ich finde es halt ziemlich krass. Wir haben mal irgendwann darüber gesprochen, wozu ein Mensch in der Lage ist, so, ne, wenn es um Geld geht und sowas, ne? Was man alles dafür machen würde, so, ne? Und da hatten wir auch gesagt, mit Drogen und so, ne, das ziemlich krass ist. Ne, da hat er ziemlich verstärkt. Und ja, dann habe ich wirklich mitgekriegt, wundern teilweise vom Sohn irgendwie die was weiß ich, Konsole oder so immer weggefändet, irgendwie ins Pfandhaus gebracht und so Klamotten, halt. Also, das ist echt schon. Ja, das ist krass. Und dann auch noch die ganze eigene Familie anfängt zu belügen, nur damit man irgendwie an Kohle kommt und sich wieder irgendwas reinzuballern, ja. Das ist halt schlimm, also ich kenne das von mir zum Beispiel auch, das ist auch bei anderen, bei kleineren Suchtfällen so. Ne? Zum Beispiel ich beim Rauchen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das bis jetzt irgendwie immer geschafft, irgendwie Kippen zu haben, weil ich habe dann so... Also ich bin schon schlimm süchtig, ne? Also das weiß ich nicht. Also ich rauche jetzt auch schon ziemlich lange. Ich glaube schon seitdem ich 14 bin oder sowas. Natürlich nicht so viel, wie ich jetzt rauche, ne? Aber früher hat man angefangen mit einfach so auf Puffen und so. Aber ja, mittlerweile rauche ich schon so meine Big Box am Tag. Und wenn ich dann keine Kippen mehr habe, dann werde ich auch echt wahnsinnig in der Vienna. Echt nicht einfach. Also da muss ich echt vor dir auch einen Hut ziehen. Das finde ich echt, das fand ich schon immer total bewundernswert, wie du dann einfach immer sagst, ja, ich brauche es nicht mehr. Das finde ich voll heftig, ehrlich. Ja, also, wenn man keinen Bock mehr hat, fertig. Ja, das ist ja, du sagst das so, aber das ist aber nicht für jeden so einfach wie für dich, nicht ansatzweise. Das ist doch ungesund, wenn man direkt aufhört, oder? Man soll doch eigentlich so langsam aufhören. Warum mit Schritten. Nee, das ist voll Quatsch. Nee, das ist die typische Raucherausrede, ja. die einfach im Grunde genommen gar nicht aufhören wollen. Ja. Und das die ganze Zeit einfach nur aufschieben. Also, das habe ich auch noch nie gehört. Lautet immer noch, Ausnahmen gibt es natürlich, aber normalerweise heißt es entweder ganz oder gar nicht. Meistens schaffen es auch nicht, peu à peu aufzuhören, zu reduzieren und so. Das verlangt viel mehr Disziplin, als ganz aufzuhören. Ja, weil du ja immer wieder, sag ich mal, die Verlockung, wenn du, sagen wir mal, du rauchst immer jetzt 3 am Tag, so ganz blödes Beispiel, und du machst da nur noch 2, da ist der Schritt zur 3 ist so klein. Ja eben, dann denkst du, ja komm, die eine kannst du jetzt auch noch. Genau, und
wenn du ganz aufhörst, ist halt ganz weg. Da gibt's nicht den Schritt, komm, die eine nehme ich noch. Also ich hatte das bei mir so, ich weiß mittlerweile wirklich gar nicht mehr, wie oft ich schon versucht habe, aufzuhören mit dem Rauchen, weil ich bin auch, um Gottes Willen, also eigentlich rauche ich gern, aber ich bin auf jeden Fall kein Fürsprecher. Also wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, ob ich damals angefangen hätte oder nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall fürs Nicht-Anfangen entscheiden, weil Rauchen grundlegend einfach nur in aller Hinsicht eigentlich scheiße ist. Es kostet Geld, auch nicht zu wenig, schadet der Gesundheit und das auch nicht zu wenig, ne, sogar richtig massiv. Und ja, es stinkt, ne, und ja, schadet der Umwelt, ne, ich meine, soll ich weitermachen, ne? Weil das, ja, Einzige, das ist so. Das ist halt ein Hobby, das ist halt ein Genussmittel, das ist wieder so ein typischer Konsumfall, ne? Bei mir ist das halt so, wenn ich versucht habe aufzuhören und ich halt sogar vielleicht ein paar Tage geschafft habe und dann, ne, schon gedacht habe, so, boah, geil, ne, sieht das schon mal gut aus, so, dann bin ich meist rückfällig geworden in irgendwelchen besonders ausgeprägten Stresssituationen oder sowas, weißt du? Wenn ich irgendwie voll schlechte Laune hatte oder voll traurig war, also deprimiert oder irgendwie einfach nur im Allgemeinen voll gestresst, so zeitmäßig oder sonst oder jobmäßig oder irgendwas anderes, so, dann bin ich da meistens dann so rückfällig geworden. Ja, mein Vater hat das auch mal versucht aufzuhören, aber der hat das auch nie geschafft. Und der ist immer richtig aggressiv geworden dann. Ja, boah, das hab ich auch. Es gibt so mehrere Stufen. Am Anfang merkst du einfach nur, dass du Schmacht hast. Also, ich weiß nicht, ich meine, sollte eigentlich bekannt sein, aber Schmacht ist ja so Verlangen halt nach Rauchen, also sich eine zu rauchen. Und dann irgendwann wirst du nervös, sag ich jetzt mal, ungehalten. Ja, fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen, ja, hilflos. Ich weiß nicht, klingt ein bisschen übertrieben. Du bist einfach voll hibbelig, aber richtig heftig. Ja, richtig, das ist dieses nervöse, hektische, aufgedrehte, hibbelige, so, Man hat halt, man will halt auf Biegen und Brechen das Problem, was man da jetzt gerade hat, lösen. So, das ist ja ein Problem. Das ist ja nicht gerade irgendwie einfach mal eine Situation, mit der man so konfrontiert wird, sondern man hat ein Problem. Man hat keine Zigaretten mehr, man will sich eine rauchen. Ja, und dann, ja, typisches Suchtverhalten halt, ne? Warte mal, MPS, so. Irgendwann kommt dann zudem dann noch, zumindest ich denke mal, das wird bei jedem eigentlich so sein, dann noch ein gewisses Maß an Aggressivität dazu. So, man wird dann richtig sauer. Ja, und dann irgendwann wird man dann halt, es fühlt sich halt so unbeholfen. Das war das, was ich meinte, so unbeholfen, genau. Und irgendwann wird man dann schon richtig verzweifelt. Ich hatte dann schon so Aktionen, wo ich wirklich Schränke verrückt habe. Irgendwie, wie war das beim Kollegen? Da haben wir früher schon immer mit diesen Stickies, ne, und Hülsen. Ach so, ja. Ja, und da ist gerne mal irgendwo auch mal so ein Sticky irgendwo unter den Schrank gerollt oder sonst irgendwas, ne? Und dann haben wir da angefangen, oder ich habe da angefangen, irgendwo in der Couch ritzen und sowas, da irgendwie nach Stickies zu suchen. Oder nach irgendeiner Kippe oder so. Und, boah, das ist echt schon, also wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, ist das schon echt lächerlich. Besonders wenn man dann so anfängt, so richtig ekelhafte Sachen zu machen, wie die Zigarettenstümmel rauchen und so, bah, auf, ey, wenn ich da drüber nachdenke. Also, wir wenden da dazu, ziemlich jeder Raucher hat das schon mal gemacht, ne? Und, aber, gut, mit Sicherheit einige auch nicht, aber das ist, bäh, ekelhaft, wirklich. Erdbeerkäse. Mein Rauchen an sich, das mögen jetzt wahrscheinlich wieder viele denken oder auch schreiben, ist ja schon ekelhaft. Aber das ist normal. Selbst für einen Raucher ist das eklig. Du hast richtig. Bah, das ist so, als wenn du die Asche von einer Kippe im Mund hättest. So schmeckt das. Aber du hast halt trotzdem, du kriegst ja halt Nikotin, ne? So. Und dann. Keine Ahnung, aber das ist richtig ekelig. Ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben soll, vom Geschmack her. Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht. Das ist halt so ein, ja, das ist so eine Mischung aus, so als wenn er so wie der Aschenbecher riecht und dann abgestandener Rauch. So der dann noch, ne, das, manchmal, man hat das eigentlich schon,
wenn man eine Zigarette angemacht hat und man muss die aus irgendwelchen Gründen wieder ausmachen, ne? So, und dann hast du aber nur kurz, irgendwie, du hast ja nur zwei, drei Mal dran gezogen, dann willst du die jetzt nicht wegschmeißen. So, denkst du ja, ist ja pure Verschwendung, ne? So, dann, und dann machst du die nochmal an. Dann schmeckt das so ähnlich, nur dass, wenn du die aus, wenn du so einen Stümmel rauchst, dass das ungefähr noch fünfmal so schlimm schmeckt. Was machen wir jetzt überhaupt? Ich renne jetzt natürlich aus der Chrysler bauen. Ja, hier, du kannst hier oben auf den Wall die Zäune drauf machen. Nur Zäune. Auf die Holz. Brauchst du noch Cobblestone? Ja, ich glaube. Ja. Na hier. Ich brauch noch Birkenholz, ey. Ja, oh, danke. Ich muss mal wieder was holen. Weil jetzt habe ich auch die ganze Zeit Lavaflash geschoben, ne? Was haben wir denn noch? Worüber können wir denn nochmal reden? Also mich würde übrigens da auch, könnt ihr auch ehrlich sein, ne? Mit den Kommentaren oder was, oder auch PNs schreiben oder sowas. Ne, wenn ihr das nicht so öffentlich halten wollt. Weil.